weiter mit Mission Nummer 3 für uns. Und zwar heißt die Mission Nuts und klingt ziemlich cool eigentlich. Es wird darum gehen, dass man 5 Missionsziele auf dem Tisch verteilt. Das zeigt man euch gleich, wo die dann verteilt werden. Und dann werden wir unsere Armeen aufteilen in 2 Hälften. Die erste Hälfte wird aufgestellt, die andere Hälfte muss das Spiel in Reserve beginnen. Ja, und dann geht es ganz normal los. Bold Action vom Feinsten. Wir werden uns ein bisschen bekriegen und zum Schluss wird dann geschaut, wer am meisten Missionsziele hat. Und dann wird der Sieger bestimmt dadurch. Es gibt nicht die Option auf ein Unentschieden, weil wenn es gleich viele Missionsziele verteilt sind, dann kommen die Siegbedingungen von Maximum Attrition hinzu. Ich glaube, das war Killpoints. Killpoints, genau. Ja gut, theoretisch kannst du dann auch Unentschieden geben. Aber wir spielen 1000 Punkte. Und diesmal seine Deutschen gegen meine Sowjets. Und auch kleiner Turniervorbereitungstest für das Turnier in Aalen. Also für meine Armee zumindest. Ja. Machen wir gar nicht lang rum. Wir zeigen euch direkt die Armee. Und schwenke dann weiter auf den Tisch. So, hier sehen wir sie. Meine Armee. Ja. Der aufmerksame Zuschauer wird sehen. Die ist ziemlich ähnlich wie die Armee vom letzten Montag. Ich habe auch genau die gleiche Armee. Ich erkläre es nochmal kurz. Und zwar geht's los mit meinem Second Lieutenant. Der macht nur plus 1 auf Moralwert. Egal, der ist regulär mit seinem Assistent. 7 Pioniere, 2 MPs und ein Flammenwerfer dabei. Ein Scharfschütze. Und mein Luftschlagoffizier mit seinem Assistent. 3x5 Grenadiere mit jeweils 2 Sturmgewehren. Und diesmal hat sogar der Offizier ein Sturmgewehr dabei. Der klassische Puma und mein Panzer 4. Da dazu kommt meine unerfahrene heulende Kuh und mein unerfahrener schwerer Mörser. Muss ich leider ein bisschen proxen, aber ja, da müssen wir diesmal ausnahmsweise nochmal durch. Ja, das war's. 1000 Punkte, 11 Befehlswürfel und ja, hoffentlich geht die Armee diesmal ein bisschen besser ab. Schwenkt mal nach oben. Zeige ich euch die Russen und dann geht's gleich los auf dem Feld. Ja, das sind meine 1000 Punkte Sowjets. Fangen hier vorne an. Wie immer angeführt von einem First Lieutenant plus 2 auf Moralwert. Dann haben wir 3x Gardeeinheiten, jeweils mit einer Panzerfaust. Die sind 2x5 Mann, 1x6 Mann, komplett regulär. Natürlich, wie es für die Russen sich gehört, immer der kostenlose, unerfahrene Trupp dabei. 12 Mann, komplett ausgerüstet mit Molotov-Cocktails. Dann kommt hier, das ist heute eine A-19 Field Gun, also quasi die größere Version von der CIS. Dann habe ich hier, das dient heute auch als schwerer Mörser, mit Spotter natürlich, ist unerfahren glaube ich. Daneben haben wir heute einen BA-20 mit schönem Fahrzeugflammenwerfer im Einsatz. Und zu guter Letzt hier den ISU 152 mit seiner dicken Hauptbitze. Ja, achso, hier fehlt ja noch was. Meine Scouts, 5 Mann, ausgerüstet mit Submachine Guns. Und mein Veteranen-Scharfschützenteam. Ja. Ja, und das sind 11 Befehlswürfel. Okay, kranker Scheiß. Der Tarek stellt auch krasse Listen auf. Jetzt zeige ich euch noch kurz das Feld, nachdem wir die Aufstellung gemacht habe. Und dann geht's los. Ja, und hier sehen wir sie, die Aufstellung und das Feld. Und zwar geht es hier los, wir haben beide einen 6 Zoll Rahmen von unserer langen Feldkante aus als Aufstellungszone. Aber vorher mussten wir noch 5 Missionsziele aufstellen. 1. Angefangen fängt es in der Mitte, dann wird gewürfelt, wer das erste Missionsziel aufstellen darf. Das war glaube ich der Steffen, hat 1 in dieses Viertel quasi an den Rand gestellt. Hier hinten das Viertel. Ganz da an den Rand. Dann ging es da drüben weiter bei mir. Ich habe eins in das Viertel gestellt einfach. Die müssen natürlich von der Mitte 18 Zoll weg sein und 12 Zoll voneinander. Das nächste kam hier hin und dann das letzte. Da war dann die Überlegung, ob man es quasi entzerrt oder halt hier alles ein bisschen rüberlegt und dann ein bisschen drückt alles. Aber ich habe es da hinten hingelegt. Ja, und dann haben wir auch aufgestellt. Ich habe angefangen aufzustellen, habe mir die Seite ausgesucht. Hier steht mein schwerer Mörser und die A-19. Hier ist mein unerfahrener Trupp.
Danach war der Steffen kurz dran mit Aufstellung, hat seine heulende Kuh und den schweren Messer aufgestellt, ne? Mhm. Ah, und den Panzer natürlich und was war das andere? Die Pioniere hinten im Wald. Da ist schwerer Messer. Ja, und die Pioniere hier. Genau, danach ging es weiter mit den ganzen Scharfschützen, Beobachtern und Gedöns, was man in der Aufstellung zugeteilt hat. Weil ich hier in der Mission Verteidiger bin, habe ich meine Scharfschützen-Gedöns erst aufstellen dürfen. Habe hier meine Scouts und meinen Scharfschützen hingestellt. Und mein Spotter vom Mörser steht hier. Ja. Und beim Steffen ging es dann weiter. Das Spotter liegt hier, ne? Genau. Und der Scharfschütze, genau, auf der anderen Seite. Mein Scharfschütze liegt hier. Unsere Wälder sind Sichtblocker von den Bases abhängig. Deswegen habe ich ihn hier ganz an den Rand gelegt. Bisschen die Artilleriebasis da hinten im Sichtfeld. Und Hauptsache weg von seiner Sicht. Mal gucken, wie lange es diesmal überlebt. Ja, das war die Aufstellung. Jetzt geht's los. Wir ziehen direkt der erste Würfel. So. Unsere Runde 1 ist fertig. Wie so oft, eigentlich mehr oder weniger die Aufstellungsrunde. Wobei das jetzt hier auch ausfällt. Ja, egal, was ist passiert. Also, die Scouts sind hier ein bisschen, oh, wir wollen den Scharfschützen hinten sehen, auf den Hügel gerannt. Oh, wir sehen ihn. Jetzt mal zu weit weg. Großartig. Sie sehen ihn einfach gar nicht mehr. Beziehungsweise zu weit weg. Ja, deshalb haben meine Pioniere genutzt. Rennen hier im Wald entlang. Und ja, mal gucken, was da noch passiert. Ansonsten, oh, da liegt er. Komplett tot. Mein schwerer Mörser. Wurde mal wieder komplett weggesnipert. Irgendwas erschießt er immer in der ersten Runde. In der allerersten Runde, im ersten Befehl. Ja, ganz hässlich. Und ich habe gedacht, das mach ich jetzt auch durch. Das kann ich auch. Oh, hier, mein Scharfschütze bringt deinen Mörser um. Ja, hat ihn nicht verwundet. Dann haben wir getroffen. Noch nicht immer getroffen? Ach ja. Oh Gott, wird immer schlimmer. Ja, und ansonsten, was sehen wir hier noch? Die Pack ist in den Ambush. In den Panzerabwehr-Ambush gegangen, richtig? Und die Unerfahrenen haben sich hier hinter der Hecke versteckt. Mein Panzer. Ja, gut, mein Mörser hatte noch auf deinen Pionierschuss, aber auch nicht getroffen. Ja. Und mein Panzer versteckt sich hier hinter der Hecke ein bisschen. Und meine heulende Kuh hat seine Artilleriebatterie am Ende vom Feld unter Beschuss genommen. Konnte natürlich nichts treffen. Und ansonsten sehen wir hier draußen ein ganze Batze voll Daumenbefehle. Klar, Reserve, dürfen nichts anderes erhalten. Bei mir ist ähnlich, lauter Daumenbefehle. Und diese zwei Einheiten sind mit Zettel bestückt, damit man weiß, wo die später reinkommen werden. Flankenangriff. Ja. So viel zu Runde 1. Wir spielen Runde 2 weiter. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was hier alles noch passieren wird. So, also, wir haben die Runde 2 gespielt. Und ja, ist ein bisschen Truppenbewegung passiert. Mein Panzer ist ein bisschen vorgerückt, hat den Ambush von der Haubitze hin ausgelöst. Die konnte natürlich nichts treffen auf die riesige Entfernung, schwere Deckung. Ja, und ich wollte dann hier so ein paar Reguläre umbringen. Hat alles nicht geklappt. Schade. Ansonsten sehen wir hier, da meine heulende Kuh hat wieder die Artilleriebasis in Beschuss genommen. Konnte nichts treffen. Einer war ganz knapp. Ah, nochmal umgefallen. War knapp daneben. Und ansonsten sehen wir hier eine kleine Infanteriebewegung, die so den Obstschein im Schlag nimmt. Ja, so macht man Infanteriebewegung richtig. Ja, und jetzt die russische Art der Infanteriebewegung. Klatsch, boom, und fetter Panzer mit dabei. Und ja, zwei Einheiten Infanterie halt. Drei, richtig. Gut, die haben sich ja bewegt, aber ja. Gut, der Riesenpanzer hat durch den Schlauch meine Pioniere beschossen. Ja, und die sind direkt in den Daumenbefehl gefallen, weil zu arg, wenn der trifft. Aber hat eh nicht getroffen. Ja, und angefangen hat die ganze Runde hier mit denen. Die sind vorgelaufen und haben dann, hier liegt da, meinen Scharfschützen-Assistenten erschossen. Und der Scharfschütze dachte, Hilfe, dieses Spiel überlebe ich. Und ist weggerannt. Ja, und ansonsten stehe ich hier hin. Oh, ist noch eine kleine Einheit Gardisten gekommen, die Artilleriebasis bewacht. Und das Missionsziel hat nicht mal da ein Missionsziel. Ja, und ansonsten gibt es halt nur ein bisschen Fratzegeballer. Der Mörser hat sich auf die Pioniere eingeschossen, die jetzt im Daumenbefehl rumliegen. Ja, bin ich mal gespannt, was hier für ein Film läuft gleich. Das war die Runde 2. Ab jetzt sind die Trupps auf dem Feld. Ja, mein Scharfschütze ist noch im Ambush. Ich glaube, der bleibt auch. Oh. Und ein Scharfschützen-Ambush haben wir auch noch. Aber ja, jetzt sind erstmal die ganze Einheit auf dem Feld. Und jetzt geht's hier bald richtig los. Ein bisschen was ist noch draußen, ne? Ja, von mir ist noch ein bisschen was draußen. Ein BA-10 und Lieutenant beim Tarik, richtig. Und ich habe noch meinen Puma, der hat's überhaupt nicht gerafft. Genau wie mein Luftschlagoffizier. Die wissen jetzt so genau, wie man die Befehlstests ausführt. Und meine Flankenangriffseinheiten, die sind noch auf dem Weg. Haben jetzt aber die Option zu kommen. Sehr gut. Aber halt hier nur. Also, wir spielen Runde 3 durch.
Und dann mal gucken, was es bringt. Ja, und die Runde 3 ist fertig. Und was sehen wir denn hier? Ich bin hier mit meinen Pionieren so ein bisschen an den Waldrand, hinter die Sichtblocker. Und ja, auf einmal geht's hier ab. Ambush, Ambush, Ambush. Nee, die nicht. Die. Ah, nee. Was haben die gekriegt? Advance, oder was? Ja, die waren ja noch hier gestanden. Die mussten erstmal aus. Okay, gut, sehr gut. Der Kuhreichweite weg. Aber das könnte immer noch. Sind ja nur die 2 mit Ambush dann, geht's ja noch. Und die da hinten war auch ein bisschen geschossen. Ja, was heißt ein bisschen geschossen? Der Mörser hat sich versucht einzuschießen, hat nicht getroffen. Dafür hat die Haubitze. Hier ein fettes Loch reingehauen und hat mir alle 5 Grenadiere aus dem Obstein randaliert. Das war richtig übel. Ja, großes Loch, alle tot. Nicht cool. Aber dafür hast du vorher mit deiner heulenden Kuh ja ähnliche Sachen hier erfahren. Genau, die heulende Kuh hat nämlich dann hier rüber geschossen und hat auch da recht ähnliche Sachen gemacht. Und die gar 5 Mann tot rum. Und der Panzer war mit 3 Pins versorgt. Der hat sich erstmal sammeln müssen. Und dafür musste auch der Lieutenant hier erstmal reinkommen. Genau, ich habe da schon ein bisschen Verwirrung gestiftet. Das war gar nicht schlecht. Und die Jungs, die sind auf ihren ersten Beschuss vom Panzer 4 nicht klargekommen. Daumenbefehl. Und haben dann als Strafe gleich noch einen Pin gekriegt. Wo man auch schon beim Panzer 4 wäre, wie gesagt. Der hat wieder auf die Infanterie geschossen. Und mein Puma hat versucht, ja, ich weiß nicht, der Schuhkarton da zuzupinnen. ISU 152, ja? SU 152. SU 152. Ja, und ansonsten habe ich noch 2 Einheiten im Flankenmodus. Ja, und jetzt habe ich in weiser Voraussicht, halt, der BA 20 bleibt draußen. Ja. Und deine sind mittlerweile jetzt schon hier, bis hier. Ja, genau. Ja, und dann noch, er hat es auch geschafft. Bewegt sich hier rein und denkt nur, ach du heilige Maria, guck mal davor. Da brauchen wir gleich Fliegerunterstützung. Und das war die Runde 3. Wir spielen direkt weiter mit Runde 4. Und ja, ich hoffe mal, dass ich da noch irgendwie ein paar Missionsziele für mich beanschlagen kann. So, die Runde 4 war wirklich ein bisschen turbulent. Und zwar ging es hier gleich richtig vorwärts. Meine heulende Kuh hat wieder das altbekannte Ziel geschossen. Und dahin liegen 2 Männer mehr. Das war der Lieutenant. Ja, ja, großartig. Dino, ja, gut. Das war dann der Panzer 4, genau. Macht man ja die heulende Kuh, aber... Ja, der Panzer 4 dann seine Einheit, wo er schon ein paar Einheiten, paar Runden drauf rumtrommelt, gefinisht. Jetzt sind sie weg. Und jetzt ganz zum Schluss kam der BA-10 rein, hält hier seinen Fahrzeugflammenwerfer auf, mein Lieutenant. Und oh, das war vielleicht ein Zentimeter. War wirklich ganz knapp. Die hat nicht gereicht. Die angesenkt auf jeden Fall. Ja, Nasenrasur fällt aus. Okay, dann hat der Schuhkarton, SU 152, mein Puma in einen Recce-Move getrieben. Ja, war gemein. Aber lieber so, wie dass er tot ist. Okay, das war's auf der Seite schon wieder großartig. Mehr war da nicht. Die Unerfahrene sind im Sprint Richtung Missionsziel. Und, meine und habe den Luftschlag abgekriegt. Und richtig, und sind den Luftschlag markiert. Hoffentlich klappt's diesmal. Hoffentlich kann ich ihn versetzen. Oh, bitte nett. Ja, und meine Pioniere wollten hier den Veteranen-Scharfschützen aufs Korn nehmen. Aber der ist zu gut. Der hat dann hat's einfach alles überlebt und hat dann noch als Strafe... Boah, Flammenwerfer, wie bei dir halt immer... Mein Flammenwerfer zerstört. Mit der BAA-Sonderregel. Ja, was heißt Sonderregel? Der BAA-Regel, dass er bei 3 Pins treffen muss, trifft er nicht. Ja, einfach nicht. Bitte mal schon nicht. Hier ist eine Einheit Grenadiere gekommen, hat sich im Schutz von den Gardisten dem Ambush von den Scouts entzogen. Ja, den Ambush von den Gardisten haben sie gefressen, sind 2 Männer tot, aber durch die Sturmgewehre konnte ich dann den schweren Mörser rausnehmen. Und die Haubitze ist im Ambush-Modus. Ja. Ja. Das war's. Das war die Runde 4. Sehr viel Action irgendwie. Es wird jetzt richtig eng, noch Missionsziele einzunehmen. Wir spielen Runde 5 durch. Was er hier jetzt macht, das wird ziemlich entscheidend, glaube ich. Ja, das sind halt 12 Lebenspunkte, die müssen weg. Deswegen spielen wir Runde 5 durch. Was einnehmen kann, genau. Und dann ist es weg. Ja, das ist der, wo das Missionsziel hält. Ja. Okay, Freunde, die Runde 5 ist rum. Und ja, ihr seht schon, er raucht. Er raucht. Ich habe den BA-10 erschossen. Und zwar hat mit meinem Puma, der hat nicht getroffen. Obwohl er auf 6 Zoll war. Ach, der war alle getroffen, gell? Ja, mein Panzer 4 hat auch komplett vorbeigeschossen. Und dann, wer hat's geregelt? Die heulende Kuh. Die hat den BA-10 erschossen. Die heult nur, weil ihre Kameraden so schlecht sind. Ja, genau, die denkt an, ich bin nur mit Noobs unterwegs und das sind die Unerfahrenen. Ganz hardcore. Okay,
Hier, mein Fliegerleitoffizier mit seinem ganz episch schlechten Flieger, den er gerufen hat, rennt er jetzt raus mit seinem Kollegen um Sturmgewehr und schießt auf die Unerfahrenen. Ja, der Flieger war doch auch gerade in der Runde, oder? Ja, der Flieger war auch die Runde? Klar. Nee, kann nicht sein. Doch, natürlich. Das war der Feuerbefehl von der letzten Runde. Deswegen kam am Anfang der Runde der Flieger und hat halt 4 unerfahrene Ruskis erschossen. Und einen Pin verteilt. Und einen Pin verteilt. Also war wirklich nicht so prickelnd. Aber hier, der Schuhkartonpanzer, der hat versucht, meine Pioniere zu beschießen. Leider bewegt, über lange Reichweite und die Deckung auf die 6 hat nicht getroffen. Wieso habe ich leider gesagt? Keine Ahnung. Weil meine Pioniere haben dann den Scharfschütz im Nahkampf zerrissen. Ihr habt es gesehen, wenn ich ihn versuche zu erschießen, das funktioniert nicht. Also mache ich ihn im Nahkampfblatt und konnte sich dann mit 6 Zoll wieder hinter die Geländezone bewegen, außerhalb der Sicht. Das war ein großartiger Move. Und hier die Scouts, ja, rennen auch zum Missionsziel. Machen wir das jetzt gerade aktuell streitig. Finde ich nicht so toll, aber nun ja. Und was haben wir hier hin? Meine Flanke. Ich reingekommen, regelt hier ziemlich gut. Alle tot, mehr oder weniger. Noch 2 Besatzungsmitglieder an der Pack. Und ja, ich glaube, das Missionsziel kann ich jetzt freistreiten. Muss ich mal gucken. Und ansonsten, was das? Es war ziemlich krass in der Runde 5. Ich habe gar nicht so viel zu tun gehabt, weil irgendwie alles... Daumenbefehle gekriegt hat. Nee, auch viele Einheiten sind irgendwie rausgenommen. Mhm. Ah, ich bin gerade nur Schafe und die sind Daumenbefehle. Und jetzt machen wir aber weiter mit der Runde 6. Und es wird heiß. Ja gut, hier hin wahrscheinlich nicht. Hast du mal Star rausgenommen oder was? Ja. Ich könnte... So, die Runde 6 ist vorbei. Und ja, hier, das waren die ausschlaggebenden Momente. Die Scouts haben gut in meinen Pionieren rumgetrommelt, 3 Stück getötet. Ich habe den Test bestanden, aber dann den folgenden Befehlstest nicht. Jetzt umkämpfen wir hier das Missionsziel. Es geht noch eine Runde weiter. Hier hinten konnte ich die Pack letztendlich wegräumen und habe das Missionsziel freigekämpft. Geil. Ja, gut. Mission Pins hat auch funktioniert. Die Unerfahrenen sind hier gut im Kornfeld festgekleistert, können das Missionsziel in der Mitte nicht einnehmen. Dafür macht sich mein Feuerleitoffizier auf den Weg, das Ding in Beschlag zu nehmen. Genau wie meine heulende Kuh, ganz klar der Matchwinner. Wirklich viel Damage ausgeteilt, wichtige Elemente rausgeschossen und jetzt rennt sie noch aufs Missionsziel zu. Hut ab, heulende Kuh! Yay! Aber nicht unbedingt allein der Matchwinner, würde ich sagen, weil die 2 Flanke-Einheiten war extrem gut. Ja gut, das war der glückliche Moment mit vielen Sechsern und so. Und das war halt, ja, das hat gut funktioniert mit dem Flankeangriff. Ja, weil der Flankeangriff ist super, weil einfach du kommst ungeschützt nach vorne. Ja, genau. Du kommst geschützt nach vorne. Ja, ich hab's verstanden, wie es gemotor ist, aber falsch gesagt. Macht aber nichts, ja, weil der ISU 152, ich kann es mir einfach nicht merken, hat versucht nochmal aus letzter Kraft da oben ein bisschen das Missionsziel freizuräumen, aber hat vorbeigeschossen. Und ja, meine 2 Fahrzeuge, der Puma und der Panzer 4, haben mit ihren MGs geholfen, ihr Pins zu verteilen. Und im Großen und Ganzen war es das, was hier passiert ist. Es war eine schnelle Runde, die Runde 7 wird noch schneller. Und jetzt gucken wir mal, auf welche Seite sich das Pendel dann letztendlich ausschlägt. Wir haben die Runde 7 fertig gespielt und es war doch noch sehr spannend zum Schluss dann. Hier, ich dachte, meine heulende Kuh, die rennt jetzt zum Missionsziel und nimmt es ganz sicher ein. Arschlecken, Befehlstest verpatzt. Da bleibt sie stehen, 1 Zoll vorm Ziel. Ja, was war noch Lustiges? Ja, hier, mein Flieger-Observer, der wäre in 12 Zoll Reichweite gewesen, um das mittlere Missionsziel einzunehmen, wurde dann aber von der schweren Maschinenkanone. Gewehr von genau. Dem Team hat den Pin verursacht und den Kollegen. Wirklich war es auch dahinter der Pin. Also das schwere Maschinengewehr vom Schuhkartonpanzer hat die heulende Kuh gepinnt, wo der Original. Yeah. Okay, krass. Oh. Ich meine, der hat dickes Wort drauf, für was? Ja, da hat er sich ja doch noch als kleiner Matchwinner, fast Matchwinner, rausgezügelt, weil durch die Missionsziele haben wir einen Gleichstand erreicht. Der Tarek hat das freigekämpft, hält er. Ich habe das hinten freigekämpft, das halte ich. Haben wir jeder ein Missionsziel und dann kommt bei der Bold Action Alliance Mission Nummer 3 eine alternative Siegesbedingung zum Tragen. Und zwar Maximum Attrition heißt es, glaube ich, die Killpoints aus dem Grundregelbuch. Und durch die Killpoints habe ich dann 3 Einheiten mehr getötet wie der Tarek und konnte so das Spiel wirklich auf ganz knappe Art und Weise für mich entscheiden. Zum Schluss war es wirklich noch echt spannend und knapp.
Und ich hoffe, euch hat die Zusammenfassung auch Spaß gemacht. Leider ist es so, dass nur relativ wenig Leute die Zusammenfassung schauen. Aber das ist doch kein großer Aufwand, von daher. Nee, wir bieten es trotzdem gerne weiter an. Und gerade hier ist halt der Effekt ziemlich cool mit. Ihr kriegt jetzt hier sogar eine ganz eigene Absage. Heißt es Absage zum Schluss? Eine Verabschiedung, oder? Eine Verabschiedung, auch mal so, dass man den Tarek auch noch sieht. Hier hinten steht er, da winkt er. Also, es war toll. Wir haben heute zwei großartige Spiele, Boat Action gespielt. Am Tabletop Day. Genau. Und ja, wir hoffen, ihr hattet auch euren Tabletop-Spaß heute. Und ansonsten, klar, wenn euch unsere Videos gefallen, liked uns in Facebook, im YouTube, was es alles gibt. Kommentar, motiviert uns unheimlich. Und alles weitere, ne? So. Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Montag. Ja, haut rein.